Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir wollen mal gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt loslegen. Und zwar mit der Stromerzeugung hier. Ich hatte die Wasserstoffgeneratoren und die Petroleumgeneratoren, so glaube ich zumindest, auf die gleiche Stufe gestellt. Beides auf 25. Jetzt haben wir hier schon den Effekt, dass ich hier eine ganze Menge Wasserstoff ja wieder aufgestaut hat. Ich hoffe trotzdem, dass wir das so in den Griff bekommen, wenn die gleichzeitig laufen. Wir haben hier nach wie vor noch das Problem, dass sonst der Sauerstoff für die vorderen Antriebe nicht ausreicht. Deswegen überlege ich, und das machen wir auch so machen. Das ist ja Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Den hier mal eben erlegen. So. Und den dann auch gleichzeitig wieder neu bauen. So, dass wir den vorderen nur noch von 3 bedienen lassen und dass der andere für 7 zuständig ist. Weil er hat auch die 6 Stück aufgefüllt bekommen, was natürlich daran liegt, dass die hinteren nicht so oft benutzt werden, ist logisch. Aber dass wir das Ganze so in den Griff bekommen. Okay, so, dann hatte ich gesehen, hier unten den Flüssigkeitsfilter müssen wir zerlegen und dann gleich aus Goldamalgam neu bauen. So, das lassen wir auch mal direkt machen. Dann würde ich hier mal ganz gerne all das, wo auch Wasser und so draufsteht, nach Möglichkeit zumindest auffischen. Okay, so, wir haben wieder Rohöl aus. Dann ist das hier unten schon mal instand gesetzt. Okay. Müssen wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Also hier die Meldung habe ich beim letzten Mal nicht weggeklickt. Dann müssen wir uns hier mal eben umschauen. Wir haben nämlich hier folgendes Problem. Ihr seht das. Hier wird immer mal wieder verschmutzter Sauerstoff erzeugt aus dem Schleim, den wir hier transportieren. Das liegt daran, weil wir hier nutzen Sauerstoff haben, der teilweise eben unter den 1,8 Kilo ist und dann wird genau das, was da gerade passiert. Und um das zu lösen, werden wir hier einfach mal noch ein paar weitere luftdurchlässige Ziegel bauen. Mal an den Stellen außen, wie wir es sowieso schon haben, kommen da jetzt noch in die Mitte welche dazwischen. Ich hoffe, dass dann jetzt halbwegs schnell der ganze Sauerstoff abzieht. Ähnlich können wir das vielleicht hier noch machen. Und hier, wobei wir hier nicht rankommen. Und außerdem hier oben und dann natürlich die Pumpe wieder einschalten, die den ganzen verschmutzten Sauerstoff dann hier hoffentlich abtransportiert. Das wird jetzt ein bisschen vorübergehend noch ein Problem sein, aber es wird sich auflösen. So, dann machen wir hier unten vielleicht auch mal ein Aufwischen für das Wasser. Hier können wir, das wird so ein bisschen was wie ein Aufräumvideo, wo wir wieder verschiedene Sachen ja, verbessern im Grunde. So, dann wollte ich hier diese Flüssigkeitspumpe auch zerlegen, um die eins weiter nach unten zu bauen.
Ja, warten wir mal. Was passiert ist. Aber wir sehen hier jetzt schon, hier unten ist zum Beispiel kein verschmutzter Sauerstoff mehr, der ist abgezogen und dementsprechend entsteht hier dann auch kein weiterer mehr. Ja, das mit den Keimen hier ist natürlich noch ein Problem, muss ich mal feststellen. Änderungsrate minus einer pro Sekunde. Na gut, ich glaube, das werden wir hinkriegen. So, diese Pumpe hier wollte ich eins nach unten versetzen. Dann hier. Spiegel bauen, freigraben. Dann folgendes entstehen: Zum einen ein Lagerverdichter, zum anderen ein Kompost. Außerdem habe ich mir überlegt, also das war nicht meine Idee, ich habe da nicht dran gedacht, den Kompost und den Lagerverdichter. Das war eure Idee, aber dann habe ich mir überlegt, dann macht hier natürlich auch ein automatischer Räumer viel Sinn. Der, hier wollen wir Sand einlagern, Filtermaterial, Sand. Mal ruhig auf 6 stellen, ja, dass der dann hier alles automatisch versorgt. So, und dann müssen wir noch das Stromkabel wieder. Ach, das habe ich schon geplant. Okay, alles gut. Und dann können wir diese Sachen quasi nach hier nochmal duplizieren, nur gespiegelt, damit die Flüssigkeitsfilter auch in Reichweite dieses automatischen Räumers sind. Mache ich mal sogar auf 8, damit der gute Sack den gleich baut. So, jetzt haben wir hier schon, genau, wir haben hier noch 2 kleine Elemente von einem Sauerstoff, aber ansonsten wird das meiste los und die werden wir auch noch los. Sehr schön, okay, so, dann kommen wir zu weiteren Sachen. Hier habe ich dummerweise Graupelweizenkorn mit einlagern lassen. Das ist natürlich nicht so gut, weil in diesem Bereich, wo kein CO2 ist oder Chlor, wird das natürlich dann nur sehr langsam, wird das natürlich verderben und das ist etwas, das wir nicht wollen. Außerdem mache ich die Bilder hier auch mal langsamer, weil das hat nun wahrlich keine Priorität. Einstellung auf die Blumenkübel übertragen. Jo. Das mit unserem Wasserstoff hat nicht funktioniert. Dann machen wir mal folgendes. Stellen das hier mal runter. Auf 20. Das heißt, die Petroleumgeneratoren laufen viel seltener mit und die Wasserstoffgeneratoren laufen. Vielleicht macht hier sogar noch was anderes Sinn, die Idee kommt mir gerade. Rohrgasdetektor, wenn wir den hier einsetzen, braucht der Strom. Ne, brauchen wir nicht. So, und der uns dann von dort ein Signal hier unterschickt, muss ich gleich nochmal schauen, wie wir das dann genau machen. Aber wenn wir die hier nicht aktiv schalten, abhängig davon, ob wir Strom brauchen, sondern abhängig davon, ob hier noch Wasserstoff ist. So, den stellen wir auf Wasserstoff. So,
Und das bedeutet schon, der hat ein Signal. Dann machen wir das Ganze nämlich so. Abbrechen. Das zerlegen wir noch nicht, das machen, zerlegen wir gleich erst. Wir machen hier eine Odergatter. Und das platzieren wir. Egal, wo wir das platzieren. Können wir eigentlich hier platzieren. Dann machen wir das so und müssten dann im Grunde nur das Automatisierungskabel gleich erlegen. Dann haben wir eben den Effekt, wenn er Strom braucht, sollen die laufen. Oder solange hier Wasserstoff ist, sollen die laufen. Und dann dürfte es diesen Rückstau ja gleich nicht mehr geben. Das ist jetzt noch nicht fertig gebaut. Jetzt stehen sie gerade alle auf. Jetzt, das habe ich mir gedacht, ich muss jetzt natürlich das Wasser hier im Auge behalten, aber dann kann ich die ja auch wieder so einstellen, dass die auch laufen, weil wir müssen hier natürlich Wasser haben für die Sauerstofferzeugung. Irgendwo ein Problem. Jetzt läuft die ganze Nummer. Okay, so, jetzt muss ich mir vielleicht trotzdem noch was überlegen. Da ist Wasser. Wie wir hier sonst noch an Wasser kommen. Alle Flaschen tragen. Einfach mal folgendermaßen, da wir hier einen kleinen Tank haben, den wir nutzen können, machen wir das mal so. Ja, die werden jetzt natürlich auch wieder kaum laufen. Ja, also wir müssen das sogar hier so machen. Zwar zügig am besten, ja, ist schon auf 7, okay. Gut, während das gebaut wird, können wir uns eben, oder, ach so, genau, hier habe ich noch was vergessen. Und zwar die Polymerpresse. Muss ich natürlich noch einstellen. Das Ding soll laufen, wenn es unter, sagen wir mal, 70 Grad ist. Ein Slickster, ein Ei. Ja. Produziert sich munter weiter. Nicht mehr so ganz viel, was hier noch fehlt. So, dann haben wir natürlich noch was Entscheidendes vergessen. Und zwar zwei Sachen. Zum einen hier ein Waschbecken. Und hier eine Toilette. Ich zeige euch auch kurz warum. Wir haben ja diesen Raumbonus, Waschraum, und der benötigt eben eine Toilette.
Waschstation. Ja, und das haben wir hier nicht. Und somit können wir hier zwar duschen, aber wir bekommen nicht den Raumbonus von plus 2 Moral. Und den wollen wir natürlich mitnehmen. Leitungen nicht vergessen. Müssten wir dann mal eine ganze Menge legen, das können wir auch so machen. Da können wir hier ja alles zerlegen, was wir hier haben. Weich ist ja so, was macht hier unser Sauerstoff? Perfekt, so wollen wir das haben. Wenn jetzt vielleicht noch hingehen und diesen Sauerstoff auch schon nach oben weglassen. Wir werden sogar nach und nach ein bisschen CO2 los. Ich bin begeistert. Das System funktioniert jetzt hier sehr gut. So, unser Wasser hier, das hat eben nämlich auch darauf aufmerksam gemacht, geht aus. Wir brauchen davon Gott sei Dank jetzt nur noch sehr wenig, nämlich hier für den Wasserkühler. Wenn wir da gleich nichts mehr haben, dann haben wir da gleich nichts mehr von. Das ist kein Weltuntergang. Außerdem brauchen wir das für die Forschung. Die könnten wir weitermachen. Da wir aber eh noch zwei Elemente haben, ignoriere ich das einfach mal für den Moment, damit wir das Wasser hier noch ein bisschen länger haben hierfür. Wie gesagt, es ist eigentlich egal, aber ist trotzdem gerne so handhaben. So, dann können wir die Algen, die Oxidierer, die hier stehen, eigentlich auch abreißen. Werden wir hoffentlich nicht nochmal brauchen. Gleiche gilt für die Leiterelemente. Dann natürlich, wir können hier, nee, da ist schon eine Tür, nee. Hier die beiden Türen reinbauen, so dass wir hier gleich auch einen Stall haben, ähnlich wie wir es dieser Seite haben. Außerdem möchte ich ganz gerne noch mal die Leuchtnymphen und die Sonnennympheneier hier einlagern. 1,3 Tonnen Diamant, das ist noch nicht sehr viel. Wir haben hier alles zerlegt. Dann können wir jetzt auch hier weiter abgrenzen. Ich baue auch mal vorübergehend hier zwei Ziegel, damit wir dann hier die Tür abreißen können und auch hier zwei Ziegel bauen. Er müsste dann weg. Machen wir mal taktisch ein bisschen. Dann können wir es nur so machen, da müssten wir nämlich überall noch rankommen zum Bauen. Hier wird es, uiuiui, hier wird es schon sehr warm. Gut, dann machen wir Folgendes. Dort kommt einer hin und dort kommt ein Keuchholz hin.
ich, wo zu stehen. Ah ja, hier unten, genau. Einstellungen übertragen. Hierher, aber bitte auf 9, damit hier die ersten hinkommen, die wir kriegen. Wollen wir mal eben schauen. Ein wenig. Ja, hier, genau. Oh, da ein paar Karten. Ach ja, hier, was habe ich hier gemacht? Uiuiuiui. Habe ich für eine Überschwemmung gesorgt. Die wird jetzt hier. Na gut, das ist eigentlich gar nicht so ganz dramatisch. Ohne dass ich jetzt hier großartig spoilern möchte. Aber sagen wir einfach mal, wir lassen das Wasser hier reinlaufen. War lustig, dass das durch die Gase hier nicht weiter runterläuft. Finde ich hier durchaus. Ah, wir sind bald angekommen. Sehr schön. Wir könnten noch mal jemanden. Auf einen Neural-Oszillator schicken, wenn wir ein bisschen Glück haben. Noch auskramen. Dann haben wir zumindest schon mal einen. Ja, was mir gerade noch einfällt, ihr hattet von einem Blitzsauber Uftlet geschrieben. Den habe ich ja auch gesehen. Der ist wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben und hat dann ein Ei für diesen Kollegen hier gelegt. Dementsprechend kann man den leider nicht mehr nutzen, um Bleichstein zu erstellen. Keime hier, das ist auch nicht so wirklich prickelnd. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich habe schon eine Idee. Also bitte natürlich immer desinfiziert, das ist auch nicht. Ja. Ich müsste hier noch ein bisschen was ändern. Der Reihe nach, das machen wir nicht jetzt. Da muss ich mir erst einen genauen Plan überlegen. So, hier hatte ich mir was überlegt, nämlich zum einen die Leitung dahin bauen und diese dann zerlegen. Dann nämlich Folgendes zu machen. Fünf machen. Den Wasserstoff hier runterlegen. So, dann bauen wir hier einfach, weil wir dann hier noch einen Platz zwischen freilassen, wo wir vielleicht noch mal, wenn wir das denn brauchen, eine andere Leitung zwischenlegen können. Oh ja, ich chemisch reaktives nehmen. So. Bisschen blöd. Dann machen wir es doch so. Ab hier weiter.
warten, bis das Ganze fertig gebaut ist. Dann kappen wir hier die Verbindung und dann lassen wir den ganzen Wasserstoff immer erst auch hier unten durchgehen, dass der hier vielleicht unsere Polymerpresse ein bisschen zusätzlich kühlt. War auch nicht meine Idee, aber ich finde die Idee total super und deswegen werden wir das auch machen. Ja, hier kriegen wir immer wieder das Problem, dass Wasser auch runterläuft. Deswegen zerlegen wir hier und bauen da eine Rohrbrücke. Da kann nämlich das Wasser, ihr seht das hier mit diesen Lücken, das kommt, weil das hin und wieder hier ran will. Das werden wir dann so jetzt vermeiden. So, jetzt dürfte, genau, jetzt schließt das hier auf. Damit ist das Problem gelöst. CO2, oh ja doch, das wird jetzt weniger, sehr schön. Dann arbeiten die beiden hier schon mal ganz gut. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen das vielleicht noch hier erweitern, aber vielleicht können wir das uns für den Moment sparen. Wir uns das Ganze mal ein bisschen entwickeln sollen. Achso, nee, da kommen wir ja gar nicht runter. Gut, dann müssen wir es doch machen. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall die Tür zerlegen. Beiden Ziegel bauen und dann können die hier wieder weg. Trotzdem schon fast alles fertig. So, was macht unsere Gasleitung hier? Dann noch hier die Elemente. Das ist das Kupfer zu bauen. Ja, auch Blödsinn. So, Radiatorleitung. Macht er aus Gold viel mehr. Wenn wir schon das bringt ja eigentlich sehr Quatsch, das so zu machen. Und weil das direkt über die Maschine laufen zu lassen, ist ja viel sinnvoller. So. Mit dem Wasserstoff würde ich mal sagen, das funktioniert jetzt perfekt. Unser Wasserproblem haben wir auch erstmal gelöst, dadurch, dass wir dieses hier mit benutzen. Alles fertig. Okay, dann können wir einmal kurz zerlegen. Wobei es natürlich auch Quatsch war, dass hier jetzt, ja, obwohl, ne, ist es doch nicht. Und wenn der Wasserstoff wärmer wird als die Umgebung hier, dann macht das ja durchaus Sinn, dass ich da nicht noch mehr mit aufheize.
40 und er hat 59. Ja, ich glaube, das könnte hier für eine durchaus gute Kühlung sorgen. Der Wasserstoff. Oh, eigentlich sieht das recht gut aus. Wir verbraten mehr Wasserstoff, als wir produzieren. Sehr gut. Wollte ich natürlich, das habe ich schon wieder vergessen, Duplikanten dazu holen. Brauchen. Der nächste auf meiner Liste ist Patrick. Patrick wollte unbedingt bauen. Naja, dann nehmen wir doch. Er hat zwar kein Interesse am Bauen, aber Nails hat so schon plus 5 Bauen. Dann machen wir das mal so, auch wenn das hier oben eigentlich nicht das Wichtigere ist, aber. Ja, und gerne. Noch länger warten sollen. Oder macht Abe vielleicht sogar mehr Sinn? Er hat nämlich plus 3 Lernen. Das wird auf Dauer wahrscheinlich die bessere Wahl sein. So, Patrick, dann verteilen wir dir auch direkt mal deinen Beruf. So, und da kommen wir hier auch gleich, das machen wir aber gleich erstmal den Patrick verarzten. Weil das natürlich jetzt nicht die perfekte Kombo ist, dass er nicht graben kann, aber ja. Hier das ganze Gedöns. Wollen wir bitte auch mal aufwischen. Sorgt nämlich im Zweifelsfall nur für verschmutzten Sauerstoff. Das sieht doch schön rot hier aus. Überall CO2. Ich sehe, werden die Keime auch weniger. Bis die verschwunden sind, werden wir noch eine Zeit brauchen, aber es läuft schon mal recht gut an. Ja, ich würde sagen, wir machen dann an dieser Stelle ein Ende für dieses Video. Es gibt allerdings heute entweder noch ein zweites Video aus dieser Kolonie oder es gibt heute endlich das nächste Tutorial. Was wird noch nicht verraten, aber ja, ne? Also, ich verrate ja mal jetzt über nichts. Also, macht's gut, danke und bye bye.